que los dos hemos vivido. In der Rotnecker unser Gast aus Ecuador, Abel Mina. Und er trifft in diesem 12-Runden WBA Interkontinental Titelkampf im Superweltergewicht auf unseren Gast aus Frankreich. Wir begrüßen in der blauen Ecke Milan Prats. In der blauen Ecke aus Frankreich, Milan Prats. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, ich darf Sie bitten, sich jetzt zu erheben für die Nationalhymnen von Ecuador und Frankreich. Wir dürfen Ihnen beide Boxer ausführlich vorstellen. Abel Mina aus Ecuador ist 30 Jahre jung und brachte gestern beim offiziellen Wiegen 69,6 Kilogramm, 18 Kämpfe, 16 Siege, 8 Mal durch K.O.
In der roten Ecke aus Ecuador, Puerto Quito, Abel Mina. In der blauen Ecke Milan Pratt, 23 Jahre jung, brachte er gestern 69,3 Kilogramm, 18 Kämpfe, 18 Siege, 15 Mal durch K.O. 18 bouts, 18 wins, 15 by knockout for the guest from France in the blue corner, in der blauen Ecke Milan Pratt. Die Punktrichter dieses Kampfes sind Olena Pobialo aus Belgien, Erki Meronen aus Finnland und Caroline Pütz aus Deutschland. Supervisor ist der WBA-Delegierte Thomas Pütz aus Deutschland. Und Ringrichter ist der WBA-Ringrichter des Jahres Oliver Brien aus Berlin. Ben Ren, fight after rules, attention, my commands all the time, touch love, good luck. Check it. Dieser WBA Super Middleweight Intercontinental Titelfight wird promotet von P2M und Legacy Sports Management und wird präsentiert von der Speditionsassekuranz Versicherungsmakler GmbH. Seconds out, please, ringfrei. Runde 1, Round 1. Auf geht's also in diesen internationalen Titelkampf, liebe Zuschauer hier im Ballsaal vom Grand Elysee Hotel in Hamburg. Milan Pratt, der Mann aus Frankreich, in der schwarz-goldenen Hose gegen Abel Mina aus Ecuador, der Interkontinentalgürtel der World Boxing Association. Um den geht es hier also heute im Superweltergewicht. Die Gewichtsklasse bis 59,853 Kilogramm. Beim Wiegen gestern nur geringfügige Unterschiede. Pratt nur 300 Gramm leichter als sein Kontrahent, aber er ist etwas größer und sollte da leichte Reichweitenvorteile haben. Und dieser Milan Pratt hat natürlich einen beeindruckenden Kampfrekord. Heute der 19. Profikampf für ihn. Bisher also 18 Siege und 15 davon vorzeitig durch Knockout. 65 Runden hat er bisher im Ring gestanden und bringt es auf eine K.O.-Quote von sage und schreibe 79%. Das ist ja gerade in einer dieser vergleichsweise leichteren Gewichtsklassen wie dem Superwelter durchaus relativ selten, dass ein Kämpfer dort eine K.O.-Quote an die 80% aufweisen kann. Pratt versucht hier auch in Runde 1 den Kampf zu dominieren, kommt da aus der Ringmitte und schickt Mina an den Seilen entlang, quer durch den Ring, setzt auch hier in Runde 1 die ersten offensiven Akzente, hat da ein, zwei schöne Kombinationen schon geschlagen. Mina aufgrund des Kampfrekordes sicherlich leicht favorisiert hier in diesem Gefecht. Aber Mina versucht hier hineinzukommen in diesen Kampf. Versucht da auch immer mal eine Links-Rechts-Kombination anzubringen. Der linke Jab von Mina kam da jetzt ein-, zweimal durch. Beide Boxer in der Normalauslage, also links die Führhand und die Schlaghand ist die rechte. Gut gekontert von Pratt, die Schläge allerdings auf die Doppeldeckung von Mina. Na, guter Haken, die rechte da mal zum Kopf gezogen, boxt sehr variabel. Milan Pratt versucht es da auch immer mal wieder mit Körpertreffern. War insgesamt der etwas aktivere Mann, sollte hier in der ersten Runde die Nase nach Punkten leicht vorn haben.
Second Self, please. Ring frei, Runde 2. Round 2. Milan Pratt, der Franzose, Kampfname Natsuko. Sehen wir da auch auf seiner goldschwarzen Hose. Hat in seiner relativ jungen Profikarriere schon erstaunlich viel erreicht. Ist seit Oktober 2019 Profi. Das heißt, ein Großteil der Zeit fiel ja in die Corona-Zeit, wo es speziell für Profiboxer natürlich auch schwer war, wenige Veranstaltungen, wenige Möglichkeiten, Kämpfe zu bestreiten. Pratt ist im letzten Juni Europameister geworden. Nach Version der EBU, also da fängt er sich eine Linke ein von Abel Mina. Aufpassen muss er hier in jedem Falle. Amory Massenot, den hat er geschlagen durch TKO in der 7. Runde im letzten Juni. Und das hat ihm den Europameistertitel eingebracht. Den hat er dann im November des letzten Jahres gleich nochmal verteidigt gegen Steven Danio. Auch da vorzeitiger Sieg, K.O. 2. Runde. Und der WBA Intercontinental-Titel, um den es hier heute geht, das wäre natürlich dann schon die Vorstufe auf einen demnächst möglichen Weltmeisterschaftskampf für Milan Pratt. Aber für Abel Mina gilt natürlich das Gleiche. Er hat ja auch alle Möglichkeiten, steht er jetzt allerdings schon unter Druck. Ah, Milan Pratt hat hier offensichtlich ein paar Fans mitgebracht aus Drancy. Da wohnt er ganz in der Nähe von Paris. Na, macht das gut, Pratt. Die beiden schenken sich hier mal gar nichts in Runde 2. Auch Mina kann da immer mal wieder einen Konter anbringen. Aber Pratt hat da meistens eine Hand mehr drin. Muss allerdings auf die Linke aufpassen von Abel Mina, die da immer mal wieder durchkommt. Das macht der Ecuadorianer gut. Auch sehr schnell und sehr beweglich auf den Beinen. Na, das ist natürlich der Vorteil dieser leichteren Gewichtsklassen, aber jetzt erstmal die Rechte von Pratt. Der muss in die neutrale Ecke und Abel Mina weiß da gar nicht, wie ihm geschieht. Und der Kampf ist vorbei. Oliver Breen bricht den Kampf in der 2. Runde ab. Krachender K.O. gegen Abel Mina und Milan Pratt ist der neue Intercontinental-Champion der WBA. Welch ein spektakulärer Fight. Das hatte sich in Runde 2 schon ein wenig angedeutet, denn da haben die beiden sich gar nichts geschenkt. Beide waren relativ offen. Abel Mina hat es da immer mal wieder versucht, mit Kontern zum Ziel zu kommen. Aber dann war er in einer Situation eben einfach zu offen. Das schauen wir uns natürlich noch mal an. Die Linke zum Kopf, eine Rechte hinterher, die Linke zum Körper. Milan Pratt hatte da Abel Mina schon an den Seilen und hat ihn dann da auch nicht mehr weggelassen. Hat das hier gut vorbereitet. Und dann die Linke völlig offen, Abel Mina die Linke zur Schläfe. Das war ein krachender, ein klassischer Knockout. Das war eine reife Leistung von Milan Pratt. Der ist ja, ich habe es gesagt, favorisiert in diesen Kampf gegangen aufgrund seiner makellosen Bilanz. Die steht jetzt bei 19-19 und 16 Knockouts. Und er hat jetzt, nachdem er im letzten Jahr Europameister wurde, nachdem er ebenfalls im letzten Jahr Jugendweltmeister war nach Version der IBF, 2021 schon Meister in Frankreich, hat er jetzt also den Gürtel des Intercontinental Champions der World
Boxing Association und den hat er sich auch wirklich verdient. Milan Bratsch, na, das ist wirklich eine Granate. Hat hier seine beeindruckende K.O.-Quote weiter nach oben geschraubt und Abel Mina in der zweiten Runde krachend zu Boden geschickt. Die linke zum Kopf vom Ecuadorianer bedeutete das Aus in diesem Kampf. Abel Mina sammelt sich dann noch kurz in der Ecke, aber gleich können wir dann in den Ring geben zum Urteil mit Ringsprecher Gregor König. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Urteil des Kampfgerichts. Sieger durch K.O. nach 2 Minuten und 44 der zweiten Runde aus Frankreich, Milan Bratsch. Der neue WBA Interkontinental-Titelträger im Suter-Weltergewicht. 19 Kämpfe, 19 Siege, 16 Mal durch K.O. Wir freuen uns über und auf Milan Bratsch.